Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich sagen, so sieht man sich wieder? Oder ja, oder besser gesagt, man mag es gar nicht glauben, aber ja, ich spiele die, oder beziehungsweise wir spielen die Outlast 2 Demo im Live-Let's Play. Ich bin hier unten in der Ecke. Hallo. Es ist ein Weilchen her, wo wir uns gesehen haben bei Outlast. Gut, im Stream natürlich vielleicht zwischendurch mal, wenn ich mal Outlast spiele, normal. Aber Outlast 2 heute ist für mich Premiere. Deswegen möchte ich euch alle gerne herzlich mitnehmen hier auch in meinem Live-Let's Play. Auch alle, die jetzt auf Twitch zugucken, hier im Livestream, willkommen. Und natürlich für dich auf YouTube auch. So, ich habe jetzt gerade erst angefangen. Die ersten Einstellungen war die Helligkeit. Ich glaube, von der Helligkeit ist, glaube ich, vielleicht ein noch höher. Aber ansonsten ist es okay. Ich drücke X, ich weiß nicht, was passiert. Ich werde das Mikrofon vollschreien. Outlast 2. Also die Musik muss ich ganz ehrlich sagen, so ich schaue nochmal eben hier in den Einstellungen, Luxus. Ja, ich mache mal ein bisschen höher die Einstellung fürs Gucken. Musikvolumen ist volle Pulle. Ja, Control Mapping View, das passt alles, ja, okay. So, dann gehen wir mal zurück und ich drücke Play Demo und dann halte ich meine Klappe. Welcome to the Outlast 2 Demo. You are Blake Langerman, a cameraman working with your wife Lynn. The two. Okay, also es geht natürlich darum, dass wir einen Kameramann spielen, der mit seiner Frau zusammen ja, Sachen aufdeckt. Er ist quasi so Journalisten und die sind auch bereit, ja, kleine Hürden zu nehmen, wenn ich das mal so sagen darf, wenn es halt darum geht, wirklich was aufzudecken. Ja, so quasi so ein bisschen die Vorgeschichte. Und das Ganze spielt irgendwie in Arizona. Wir lassen uns überraschen. Ich drücke X und wir schauen, was passiert. Wir haben unsere Brille verloren. Oh Gott. Ah. Neues Modell im Übrigen. So. Ich mache gerade noch gar nichts. Wiegt sie gerade noch von alleine. So, press R1 to raise your camcorder. Okay, ich möchte erstmal will ich sagen, was ist da gerade passiert? Lynn! Ist da gerade. Okay, wir haben anscheinend unsere Frau verloren. War das jetzt ein Helikopterabschuss oder war das ein Autounfall? Ich konnte es jetzt gar nicht entziffern. Des Weiteren ist mir aufgefallen, wir haben unsere Brille verloren und wir haben ohne Brille nichts gesehen, nur verschwommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das noch im Hauptspiel noch Ausmaße nehmen wird. So, dann raise ich mal unseren Camcorder. Ah, hier super, guck mal. In 1080p und. Ah, ist ja geil. Alter Schwede. Oh Gott. Alter, sogar mit Soundanzeige ganz links am Bildschirm. Da drüben, da. Kann ich das wieder runternehmen? Okay. Meine Fresse, wie das aussieht. Ja, das ist eine Windmühle. Aha, press X for moving. Ah, Alter. Hör auf damit, willst du mich verarschen? Okay, man kann wieder springen, ganz normal, so wie bei Outlast 1 auch. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Schubkarre. Eine Windmühle. Ah, hier haben wir noch ein Fässchen.
mein bester Freund, das Fässchen. Kann man hier... Kann ich hier... Wie mache ich denn... Nein, kann ich hier zoomen? Ah, ich kann wieder zoomen. Bzz, bzz. Das ist ja geil. Okay. Hello? I'm lost. And hurt. Ja, natürlich. Weißt du, irgendwo fremd. Ich klopf erstmal an der Tür. Was ist das denn? Was? Alter. Kann ich das nochmal probieren? Okay, es geht leider nicht. Okay. Da hinten scheint... Das sieht aus wie ein Kirchturm. Ich bin mir nicht ganz sicher. L3 für Rennen. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt angezeigt wird. Oh, hübsche Gardinen. Die habe ich übrigens auch. So. Wieso stand da gerade Rennen? Ich gehe mal nicht den direkten Weg, sondern schau erstmal hier. Es ist sehr dunkel. Kann ich denn? Ah, okay. Es gibt wieder Batterien. Was war das denn? Kaktus. L3, was ist das denn? Was ist das denn da hinten? Ich glaube, das ist eine Tür. Ich habe gerade eine Tür gehört. Und ich habe so Gänsehaut. Is anybody there? Das Problem ist, ich sehe nichts. Alter. Boah, ist das mies. Das ist ja noch... Oh, guck mal, ein Klo. Das ist ja... Noch mache ich lustige Sprüche. Das ist ja noch... Alter, das ist ja noch beschissener wie beim ersten Teil. Oh Gott, bitte. Liebe Red Barrels Entwickler, bitte don't... Bitte entwickelt das nicht für VR. Ich werde dann sterben gehen. Ich brauche dann neben mir einen Arzt, der mein... Was war das denn? Kann ich da... Na, erstmal einbrechen. Ist bestimmt... Macht bestimmt Sinn. Alter, lad die Batterie nach. Diese Blätter. Was haben wir hier? Satans. Aha. Inimical del... Oh Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Lass mich rein! Okay, ist geschlossen. Wie einladend. Hier wurde gerade gegessen. Oh, Alter. Okay. Können wir das Radio einschalten? Schade, okay. Was haben wir hier? Haben wir die Küche? Buch? Okay, hier ist sonst nichts Besonderes. Hier haben wir noch ein paar Kännchen. Auch hier so ein Holzfällehemd. Und wieder dieselbe Gardine. Wahrscheinlich die Verschwörungsgardine. Ich weiß es nicht. Okay, hier ist sonst nichts drin. Was ist das? Soll das die Alarmanlage vom Haus sein? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so... Da läuft doch einer. Hey! Alter! Oh, ist das gruselig! Ich will das nicht VR spielen! Jesus! Oh Gott! War das unsere Frau? Wie dunkel ist das denn, wenn ich die Kamera abnehme? Okay, das geht noch einigermaßen. Das kann ich noch. Weil ich will nicht unbedingt ganz... Hallo? Komme ich hier irgendwie rein? Nee, okay. Wer ist...
Wo ist der hin? Okay, entschuldige mich für die schlechte Qualität. Hier war wahrscheinlich der Metzger zu Besuch. Okay. Wie gut, dass man mir nicht anmerkt, dass ich angespannt bin. Das ist, ja. Okay, hier ist sonst... Na ja, erstmal durch den Garten latschen. Ja, Batterie ist fast leer. Ich möchte... Herein. Genau, erstmal anklopfen und dann eintreten. Einfach. Okay. Alter, wie laut diese Tür ist. Was haben wir hier? Ah, wir können uns im Schrank verstecken. Ist natürlich super. Wer wohnt denn hier? Oh, das ist auch ein exzellentes Bild. Das ist wahrscheinlich der Priester. Von dem ganzen Gedöns hier. Was haben wir hier? Ohne Batterie. Und ein Radio von... Brus-F. Mhm. Oder ist es Baus-F? Bau-F. Wer kennt sie nicht, diese Marke? Ich schau mal eben wegen Verstecken, wie das aussieht. Kann man denn... Ah, man kann sich im Schrank bewegen, oder was? Aber man kann nicht rausgucken. Oh, das ist ja gemein. Alter, das ist ja fies. Das heißt, du musst selbst entscheiden, ob du rausgehst oder nicht. Boah, das wird ja lustig im vollen Spiel, in der Vollversion. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ah, ich dachte, da hängt schon wieder einer. Da ist wieder diese Gardine. Ich sag doch, die Verschwörungsgardine ist das. Noch mache ich lustige Sprüche. Oh, eine Feuerstelle. Hier hat man ein bisschen Radio gehört. Hallo? Guck mal, Vin Diesel. Der vergräbt wahrscheinlich gerade Paul Walker. Entschuldigung, der war böse. Das tut mir leid. Aber von hinten sieht er wirklich aus wie Vin Diesel, ne? Mal ganz ehrlich. Muskelshirt? Glatze? Das ist Vin Diesel, ich schwör. Das ist ein Easter Egg, das ist Vin Diesel. Unglaublich. Der war böse, es tut mir leid. So. Aha. Okay, hier ist es gerade sehr dunkel. Ich glaube, ich kann hier gar nicht ohne rumlaufen, ohne Kamera. Was ist das denn hier? Ich kann da nicht rumgucken, schade. Das sind alles Kinder, ne? So Babyfotos. Oh Gott. Ich habe Angst. Es macht mir jetzt schon Sorgen. Was? Press so oben. So Window. Okay. Fuck. Ich will da nicht lang gehen. Da lief gerade einer. Und anscheinend ist Vin Diesel immer noch am Graben. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ah ja, komme ich hier raus? Hallo? Ach nee, so, okay, das ist da, wo die Babyfotos waren. Alter, wie das aussieht, ne? Grafisch. Wahnsinn, was sie da nochmal draufgelegt haben. Ein Tuch. Ist das Tuch von unserer Frau? Ist sie auch hier durchgekrabbelt? Und vor allen Dingen, wo kommen wir jetzt? Wo kommen wir jetzt hin?
Und da hinten schon mal da so ein ominöses Licht. Das ist, sieht aus wie eine Fensterscheibe von einem anderen Haus. Okay, ich lasse mal die Kamera raus. Wir sparen mal ein bisschen Batterie. Wir werden verfolgt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur... Oh Gott, was ist das denn? Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ich will da nicht reingehen. Das ist... Sieht aus wie ein Altar, ein Opferaltar. Oh Gott. Huch, Alter. Uah. Kann man das lesen, was da drin steht? Boah, krass. So detailliert ist das, dass man es sogar lesen kann. Ah, ist ja übel. Jetzt hör doch mal auf, mit der Hand zu wedeln. Mein Gott, hast du Paras? Was steht denn da? Mom, du sing ja. Queen, a point, regalis, ja, und bla bla bla, okay. Holokauflin stand da. Aha. Ob das übersetzt wird in Deutsch? Ich glaube nicht, wo kommt denn das Licht her? Achso. Ich habe Angst, weiterzugehen. Das sind alles Kinderleichen. Alter, das sind alles Kinderleichen. Erstmal filmen. Ach, ich dachte, der notiert sich was. Ach, ich bin ja noch nicht in der Vollversion. Alter, boah, ist das... Es lässt mich verstört zurück. Oh Gott. Vor allem, was ist das für ein Durchgang? Einfach mal so ein Keller. Oh, ein Spiel. So ein bisschen das Bedürfnis, dass jeden Moment die Alte aus dem Ring aus dem Brunnen steigt und so. Ich sag ja noch, mach ich lustige Sprüche. Investigate the war. Ja, natürlich. Du willst mich doch auch veräppeln. Alter! Was ist das denn? Kann ich nochmal zurück? Ah, oh Mann, ich bin so doof. Wäre ich mal oben lang gegangen. Egal. Ich werde die Demo ja sowieso nochmal spielen. Für YouTube weiß ich nicht, ob da mehrere Folgen kommen. Vielleicht auch nur eine. Look behind. Willst du mich verarschen? Da habe ich jetzt kein... Kann ich schneller klettern? Oh, ich lapp. Halt die Klappe! Alter. Hallo? Ich würde gerne weitergehen. Ich hänge.
Ist es unsere Frau? Aber man muss sogar in die Richtung hingucken, wo man hinlaufen will. Wie geil ist das denn? Was war das denn? Was war das? Alter, was war das? Hä, wieso sind wir jetzt... Wir sind jetzt in der Küche... Alter, ist es so verstörend. Aha, Miracle of Jesus... Of Jesus! Hä? Oh Gott. Ich habe Angst auf die Vollversion. Englisch. Ich glaube, ich sollte hier mal zur Schule gehen, um mein Englisch zu verbessern. Weil hier wird ja anscheinend nur... Alter, hier fliegt gerade eine Mücke rum. Weil hier wird ja anscheinend nur Englisch unterrichtet. Das ist schon mal super. Mhm. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Videokassette von Resident Evil. So, was haben wir hier? Ja, meine lieben Schüler, heute machen wir Erdkunde. Habe ich das schon erwähnt, dass ich schon den Köttle in der Buchse hängen habe und der sagt schon Hallo? Wie Ben Sankt Ansum 1995-96? Ich frage mich, wann das spielt. What would Jesus do? Ich habe keine Ahnung. Oh, kennt ihr noch diese Projektoren von der Schule früher? Voll geil. Wo man immer so Schabernack drauf gemacht hat, wo man drauf gekritzelt hat und so. Aha, hier liegt noch eine. Aha, eine Chassis, 95, ja. Die habe ich früher auch besessen, 95. Da habe ich auch, ist übrigens das neueste Betriebssystem, Chassis. Das, ist momentan aktuell. Was haben wir hier? Alter, eine alte gammelige Fernbedienung. Okay, hier kann ich mich nicht verstecken. Komme ich... Hier komme ich anscheinend nicht raus. Jammed, okay. Okay, vielleicht sollten einige im Chat mal reinschreiben, dass die Demo nur für Plusmitglieder kostenlos ist. Und sonst auch gibt es sie, glaube ich, für keinen Normalo. Für die Leute im Chat jetzt. Oh nein. Ich muss mal eine ganz kurze Anekdote gerade mal erzählen, denn ich habe ganz schlechte Erinnerungen, wenn ich jetzt diesen Gang sehe mit den Spinden und Schule. Ich weiß nicht, ob einige Leute vielleicht... kennen einige Leute 4-2 und da habe ich damals das Level mit der Schule so gehasst. Ich habe mir so in die Hose geschissen und jetzt kommen alte Erinnerungen hoch. Und... nein, nicht jetzt. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das war wieder so klar, mitten in der Aufnahme. Egal. So, weiter geht's. Und ich habe da so schlechte Erinnerungen. Das ist so... Oh Gott. Kann ich mich hier irgendwo... Ich kann mich sogar verstecken in den Spinden. Ich habe Angst, dass ich... Komme ich hier irgendwo rein? Nein. Was war das? Was war das? Alter. Jesus. And Lynn. When we were... Ich lade meine Batterie nach. This was Jessica's. Warum hat er das jetzt getan? Ha ha.
Alter! Ich will hier raus! Oh, warte mal, da liegt eine Batterie. Oh, ich bin Gott sei Dank nicht angespannt. Wieso geht der denn so schräg jetzt gerade? Komme ich jetzt hier wieder rein? Wieso ist die Tür abgeschlossen? Willst du mich verarschen? Die war doch gerade noch offen. Die war... okay. Hier rein? Wer lacht denn da? Hör auf damit! Ich... ja, wir haben erstmal Zeit zu lesen. Was ist das denn? Ich glaube, es ist irgendwie ein Test oder so. Wo muss ich denn hin? Alter, habe ich mich gerade in die Hose... Also gibt's wieder sowas wie den Wallrider. Alter! Willst du mich verarschen? Alter! Der Wallrider hat zugenommen, oder? Alter! Ah. Puh. Ah. Okay. Alter. Oh. Was steht hier? Hey Lynn, I'm bored. Come on, still talking about 30 years, blah 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 blah. Blackma. Anyway, I'm not riding home with you today because I give journal, but I'll call you when I get home, okay? Ah ja, okay. Okay, ich lad mal eben die Batterie nach. Hier war doch vorher. Alter. Ich scheiß mir die Hose. Okay, hier liegt noch eine Batterie, die nehme ich noch mit. Das sollen angebliche Flecken auf dem Spind sein. Ja, in Wirklichkeit ist das Muster meiner Unterhose gerade. Kann das sein, dass das Erinnerungen dann sind später im Spiel? Oh Gott, da habe ich schon schlechte Erinnerungen. Das ist so... ich erinnere gerade tierisch an Silent Hill. Und dann noch Schule. Okay, es ist mega dunkel ohne Kamera. Okay, da ist zu. Jessica. Was, es gibt... ach so, okay. Ah, es ist so ein bisschen Tutorials gerade auch, ne? Aber jetzt so die ganzen Tasten irgendwie kriegen? Was war's denn? Hallo? Ich will da nicht lang gehen. Was ist denn das? Oh Gott, der baumelt noch, oh Gott. Hier läuft gerade das Videotape von... oh Gott! Wer sind wir? Yes. Raus! Mama! Oh
Ich bin Gott sei Dank nicht angespannt. So, du ziehst das jetzt durch, Flex. Du machst das jetzt. Du... Kann ich hier vorher in die Tür rein vielleicht? Hallo? Jemand... Wieso klopft er da nicht? Ih, das sind Hände. Warum spiele ich sowas eigentlich immer? Alter, wo die christliche Kirche hier? Guck mal, überall Kreuze. Okay. Ernsthaft? Oh Gott. Alter. Alter, was? Alter. Wo muss ich denn hin? Alter. Kann ich hier irgendwie... Nein, 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 nein. Wie geil ist das denn gemacht, bitte? Alter, wie geil ist das gemacht? Freue ich mich schon auf die neuesten Horrorspiele, Alter. Das wird so... Alter, das wird so böse. Oh, hier liegt eine Batterie. Warte mal. Da ist noch mehr wie einer. Da sind doch ganz locker, sind das doch zwei oder so. Oh Gott, wo muss ich hin? Oh Gott, wo muss ich hin? Oh Gott. Kommt er nach hier? Wo ist der? Der ist doch hier irgendwo, oder? Alter! Ich glaube, wir müssen hier drüber. Kann das sein? Hallo? Alter. Oh, oh. Ciao. Tschüss. Alter. Ich sehe nichts. Oh nein, schon wieder die Brille verloren. Strohsack. Das... Alter. Ja, das war... Outlast 2, die Demo. Um Gottes Willen. Also, ich freue mich da sehr auf die Vollversion. Ne, ihr wisst ja. Also, es gibt wohl anscheinend zwei große Gegner. Also, es gibt ja einmal diesen mit der Zunge, der uns da erwischt hat. Und einmal jetzt die Tante mit der Spitzhacke, die so eine komische Spitzhacke vor allen Dingen hat, mit so einem irgendwie so komischen Muster drauf.
das irgendwas zu bedeuten hat. Aber, Alter. Aber ich glaube, das ist nur für die Demo so, dass wir... Diese Mücke. Ich glaube, das ist nur für die Demo so, dass wir da gestorben sind. Ich glaube nicht, dass wir unseren Sack verlieren im vollwertigen Spiel. So. Ich glaube, für YouTube machen wir jetzt erstmal hier Feierabend und, ja. Wir sehen uns dann in der Vollversion oder beim anderen Video wieder. Ja, ciao, ciao.